alles loben wird Allah, den Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Erstmal bitte ich die Geschwister, die hinten sitzen, dass sie nach vorne kommen, inshallah ta'ala. Von der Sunna ist, dass man zusammensitzt. Außer die Leute haben 4 Ehefrauen, dann sind sie entschuldigt, dann dürfen sie sich ranlehnen an die Mann. Aber es sieht aus, dass ihr nicht mal eine Frau habt. Deswegen habt ihr genug Kraft, inshallah, vorne mit uns zu sitzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld geben. Liebe Geschwister, ich hatte ehrlich gesagt einen Vortrag vorbereitet gehabt, aber eine Sache, die mich sehr belastet ist, und darüber will ich heute inshallah ta'ala in der nächsten halben Stunde sprechen, beten in der ta'ala, dass mich immer mehr Nachrichten erreichen, dass viele Geschwister, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala sie recht geleitet hat, wieder zurückgefallen sind in ihre alte Jahiliyyah. Und die Geschwister, die aufnehmen, ich bitte euch, dass ihr nicht aufnehmt. Wir nehmen schon auf und diese Unterrichte werden auch inshallah ta'ala in das Netz gestellt. Dieser Unterricht ist sowieso ein Livestream, das heißt, man kriegt ihn live gerade zu sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala auch unsere Geschwister, die im Internet dabei sind, möge Allah ihnen den Lohn schreiben, als wären sie gerade bei uns. Warum verlässt ein Diener den Weg der Rechtleitung, den Weg, der einzig und alleine in das Paradies führt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht geleitet hat? Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Frage nicht unbeantwortet im Koran gelassen. Er sagt uns subhanahu wa ta'ala in seinem heiligen Buch, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ. Als sie abgewichen sind, bedeutet vom Weg der Wahrheit, von dem Weg der Rechtleitung, den Propheten nicht mehr gefolgt sind, so hat, nachdem was? Nachdem die Leute selber entschieden haben, den Weg der Rechtleitung zu verlassen, so hat Allah ihre Herzen in die Irre gehen lassen. Das ist die Antwort. Nicht mehr, nicht weniger. Bedeutet mit anderen Worten, um es kurz zusammenzufassen, wenn Allah dich auch recht leitet, und das ist die größte Gnade im Übrigen, wie dieses in einer gewaltigen Überlieferung von Anas ibn Malik radiyallahu anhu da berichtet wird. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuja'u bil kafir yawm al qiyama. Yawm al qiyama wird ein Kafir herbeigebracht. Fayuqalu lah, so wird zu diesem Kafir gesagt, der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hat, und der gerade vor dem Höllenfeuer steht, um kurz davor hereingeworfen zu werden. Es wird zu ihm gesagt werden, لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتري به. Wenn du so viel an Gold besitzen würdest, wie die gesamte Dunya umfasst, wärst du heute bereit, dieses Gold zu spenden, um dich von dieser Strafe freizukaufen. فَيَقُولُ نَعْمَ, so wird dieser Diener sagen, ich wäre bereit. Das heißt, mit anderen Worten, dieses gesamte Gold, wenn er es besessen hätte, stellt euch vor, die ganze Erde voller Gold, die Dunya und was in ihr ist. Wenn du das besitzen würdest, so ist das nichts im Vergleich zu der Rechtleitung, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Dieser Diener, ihm wird die Frage gestellt, wärst du heute bereit, an diesem Tag dieses Gold zu geben, damit du dich von der Strafe freikaufst? Was sagt er? Er sagt ja. Dann wird zu ihm gesagt werden, قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ. Du wurdest aber nach viel weniger gefragt als diesem. Weil Allah will nicht unser Gold. Und Allah subhanahu wa ta'ala will nicht unser Geld und nicht unser Vermögen und nicht unsere Familien. Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir ihn einzig und alleine anbeten.
Das ist alles, was Allah Azzawajal von uns möchte. Das ist der Islam, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbeten. Wir sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wenn du das sagst und mit La ilaha illallah meinst, es gibt niemand, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah, und mit Muhammad Rasulullah meinst du, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Einzige, dem ich zu befolgen habe, damit ich die Ibadat, die Anbetung zu Allah, so vollziehe, wie Allah es von mir will. Dann bist du ein Muslim und niemand kann dir den Islam absprechen. Möge Allah azzawajal uns nur als Muslime leben und sterben lassen. Das ist der Islam. Es gibt auch Leute, die machen Takfir auf Muslime und ihr kennt diese Themen. Das sind Leute, die haben kranke Herzen. Und ihr seht auch, dass sie nicht lange in der Religion bleiben, weil irgendwann hassen sie sich selber oder sie machen aufeinander Takfir. Die Schlimmsten unter ihnen machen danach, die auf jeden Takfir gemacht haben, auf sich selber Takfir. Einer schließt den anderen vom Islam aus. Möge Allah diese Leute rechtleiten und sie zum Weg der Rechtleitung zurückbringen. Du bist ein Muslim. Dieser Islam ist das Beste, was Allah dir gegeben hat. Das musst du erstmal verstehen. Weil es gibt Leute, die trachten nach dem Vermögen, die trachten nach der Dunya. Der eine sagt, ich hätte gerne, ich hätte gerne, ich hätte gerne. Eine Frage, was hättest du gerne? Der hübsche Mann mit dem grauen Pullover. Was hättest du gerne in der Dunya? Wenn du dir was aussuchen könntest, ist ja auch nichts Verbotenes, dass man in der Dunya auch etwas besitzt, kein Problem. Was hättest du gerne von den Dingen der Dunya? Na, aber denk dran, wir sind in der Moschee. Alles, was Halal ist. Nein. Eine gute Familie. Okay, eine gute Familie. Tayyip, weiter. Du bist noch nicht mal 18 Jahre und träumst schon von Hore. In der Dunya, Dunya, das ist Akhira, subhanallah. Kannst du nicht abwarten? Stirb erstmal und dann können wir über das Thema reden. Was hättest du gern von der Dunya? Der Mann mit dem grünen Pullover. Scheint, als ob du aus der Schweiz kommst, richtig? Ja, genau. Das weiß ich ja. Na, bitteschön. Von der Dunya hätte ich gerne Zeit. Zeit, Tayyip, der Mann mit der Uludal-Flasche. Inshallah ist das eine Pfandflasche. Bitte schön. Du hast keine Wünsche? Alhamdulillah. Deswegen kaufst du auch nie was bei uns im Laden. Na, Rafif, was hast du für einen Wunsch in der Dunya? Ein Haus. Ein Haus, ja, Rafif. Ist, er weiß schon, was ein Haus hermacht. Tayyip, wenn du ein Haus hättest, oder einen Wagen hättest, oder Milliarden oder Trilliarden besitzen würdest, Frage an euch, ehrliche Antwort. Ist das mehr wert, als die ganze Dunya in Gold zu besitzen? Frage. Hm? Redet mit mir. Ihr dürft mit mir reden. Nicht, dass ihr denkt, ich stehe gleich auf und mache euch was. Nein. Ist das mehr wert, als die ganze Dunya in Gold zu besitzen? Ja oder nein? Nein. Wozu ist der Kafir bereit, Yawmul Qiyamah, wenn er die Dunya in Gold besitzen würde? Hm? Wozu? Alles herzugeben. Warum? Damit er sich an dem Tag von der Strafe freikauft. Was sagt Allah Azzawajal zu ihm? Allah wollte von dir viel, viel weniger. Und was? Etwas Materielles? Nicht mal etwas Materielles. Allah wollte von dir nur, dass du nichts anderes neben ihnen anbetest. Kostet das was? Kostet das Geld? Wallahi nicht. Ja, wenn du diesen Hadith verstehst und diese Person war kurz davor, in das Höllenfeuer geworfen zu werden, was passiert mit ihm? Natürlich, er ist als Kafir gestorben, er wird anschließend in das Höllenfeuer hereingeworfen. Möge Allah soll uns alle davor bewahren. Was gefällt dir nicht an deinem Islam? Womit bist du unzufrieden? Mit einer Sache, die mehr wert ist, als die gesamte Dunya voller Gold zu besitzen. Hast du einmal darüber nachgedacht? Das heißt, das ist das Wertvollste. Eine Frage an euch, möge Allah uns und euch segnen. Wenn du 1 Milliarde Euro zu Hause hättest, 1 Milliarde Euro, was würdest du machen an Vorsichtsmaßnahmen, damit keiner dein Geld klaut? Ich habe es heute auf dich abgesehen, der Mann in Grün. Weil bei Schweizern ist er garantiert, dass sie 1 Milliarde haben. Man sagt über die Schweizer, sie schlafen nicht, bis sie 250.000 Franken unterm Kissen haben. Also das ist so wie bei euch 4.000 Euro Hartz IV.
würde versuchen, die Türen abzuschließen, dass niemand kann. Die Türen abzuschließen? Bei uns kann ein 15-Jähriger in Berlin diese Türen aufmachen. Was würdest du versuchen zu tun? Wer von euch ist professioneller Dieb hier? Havani. Was würdest du tun? Was würdest du tun? Kannst du die Frage nochmals wiederholen? Was würdest du tun, um dein Vermögen im Haus zu schützen, dass keiner daran kommt? Ich würde es verstecken. Verstecken? Deine 1 Milliarde zu verstecken ist nicht leicht, ne? Ein Tresor holen. Ein Tresor holen, mashallah. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, wenn einer 1 Milliarde Euro zu Hause hätte, würde er die gesamte Zeit darüber nachdenken, wird jemand in mein Haus kommen, um diese Milliarde oder diese Million zu stehlen? Das wäre seine einzige Sorge. Alhamdulillah haben wir nicht diese Sorge, oder? Wo versteckt ihr immer das Geld? Schaut, liebe Geschwister, diese Rechtleitung, dieser Islam ist mehr wert, als die gesamte Dunya voller Gold zu besitzen. Wenn wir schon so ein Haus versuchen würden, auf beste Art und Weise zu schützen, eine Gegenfrage: Was tust du, um dein Iman, um dein Glauben vor etwas zu schützen, was ihn verderben kann? Frage. Was tun wir? Für uns ist der Iman etwas Selbstverständliches. Dieser Glaube ist so selbstverständlich wie Wasser, wie Brot, wie das Einatmen. Das ist bei uns selbstverständlich. Und Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, einer der Tabi'in, der Schüler von Sahaba, er sagte, indem er Sand in die Hand genommen hat: Wallahi, ich habe in meinem gesamten Leben nicht mehr an Sünden gemacht, als das, was ihr gerade an Sand in meiner Hand seht. Und ich fürchte, dass Allah bei meinem Tod mir den Iman, den Glauben entzieht. Hada Sufyan al-Thawri. Allah hat uns diese Rechtleitung gegeben und er will nur, dass wir ihn anbeten, subhanahu wa ta'ala, weil Yawmul Qiyamah werden wir bereit sein, alles herzugeben, nur damit wir uns vor der Strafe bewahren. Allah azzawajal sagt, der Verbrecher würde es gerne sehen an diesem Tag, dass er sich vor der Hölle, vor der Strafe freikaufen kann. Weiter die Ayat. Wa sahibatihi wa achi wa fasilati lati tu'wi wa man fil ardi jami'a. Was wäre er bereit herzugeben? Der Mujrim, der Verbrecher? Alles. Wen? Allah zählt sie auf. Nur damit wir verstehen, dass du bereit bist, deine Liebsten aufzugeben, nur um dich freizukaufen, Yawm al-Qiyam. Sein Bruder. Und nein, womit endet Allah Azzawajal? Wa man fil ardi jami'a. Und die alle auf der Erde existieren. Wenn ihm gesagt werden würde, Yawm al-Qiyam, hasha, der Prophet würde an deiner Stelle hereingeworfen werden, was würde er sagen? Er soll. Versteht ihr, wie ernst die Sache ist, liebe Geschwister? Hauptsache er, was macht er? Hauptsache, er befreit sich von der Strafe. Und der Mujrim hier ist der Kafir. Denn ein Muslim, walhamdulillahi rabbil alamin, hat Allah azza wa jalla in der Dunya angebetet. Warum diese ganze Vorrede? Wir hören vom Geschwister, dass nachdem Allah sie recht geleitet hat, sie wieder in ihre Zeit der Jahiliyyah bedeutet die Zeit vor dem Islam, zurückgefallen sind. Einer hat früher Musik gehört, er hat eine Freundin gehabt, er hat sich nur mit Dummheiten beschäftigt, wie Filme, Musikvideos und so weiter und so fort, Playstation etc. Und dieser hat, wenn er mit Leuten zusammengesessen hat, nur Dummheiten gemacht.
So hat Allah Azzawajal ihn recht geleitet. Er hat aufgehört, Zina zu machen. Er hat seine Freundin verlassen für Allah. Und das war alles damals aufrichtig. Und er hat die Musik gelassen. Und er war jemand, der sich mehr in den Moscheen aufgehalten hat, der sich mehr mit dem Koran beschäftigt hat, der die Serien gelassen hat und stattdessen islamische Unterrichte geschaut hat. Plötzlich siehst du, dass derjenige, dessen Herz eine Zeit lang gesund war, wieder zurückfällt zu Jahil. Ja Allah, womit hat das zu tun? Es gibt verschiedene Gründe, liebe Geschwister. Dem einen wurde die Anbetung nach einer Zeit zu langweilig. Ihm wurde es zu langweilig, Allah, seinen Herrn, anzubeten. Könnt ihr euch vorstellen, derjenige, der uns erschaffen hat und der uns jeden Tag mit dem versorgt, was wir brauchen in unserem Leben und der uns schützt und bewahrt und der uns nur recht geleitet hat, damit er uns in das Paradies eingehen lassen kann, dass dir eines Tages langweilig wird, Allah anzubeten und es dir niemals langweilig wird, Shaitan anzubeten? Du siehst diese Person und wir haben das gehört von Leuten, die im Vorstand einer Moschee waren. Im Vorstand einer Moschee. Die darauf geachtet haben, dass die Leute das Gute machen und das Schlechte verlassen. Und wer öffnet eine Moschee? Wer wirklich eine Moschee öffnen möchte für Allah? Nur Leute, die die Menschen zum Guten bringen wollen. So. Diese Leute, die Vorstand in der Moschee waren, haben jetzt einen Laden, wo du laut Musik hörst, wo Plakate kleben von Rappern, dass sie einladen zu deren Veranstaltung. Und sie sind in die Jahiliyyah zurückgefallen. Ein Grund, den Leuten wird es zu wenig. Höre diese Überlieferung, die inshallah ta'ala hasan ist. So berichtet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Azza wa Jal Engel erschaffen hat. Diese Engel sind seit Beginn der Erschaffung von Himmel und Erden in der Position des Rukur, der Verbeugung, oder in der Position der Niederwerfung. Und diese Engel verharren in dem Zustand, bis die Stunde beginnt. Was haben wir gesagt? Von wann bis wann? Von der Erschaffung von Himmel und Erde. War die Erschaffung von Himmel und Erde vor der Erschaffung der Menschen? Bei weitem. Bis zur Stunde. Bleiben sie im Rukur, in der Verbeugung oder in der Niederwerfung. Wenn dann die Stunde beginnt, إِذَا تَقُومُ السَّاعَةُ, wenn die Stunde beginnt, sagen sie, Ya Rabb, مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. O unser Herr, wir haben dir nicht rechtmäßig gedient. Wir waren nachlässig. Und sie haben sich befunden in der Verbeugung oder Niederwerfung. Frage, haben sie dazwischen gesündigt? Ja oder nein? Sie befinden sich in der Anbetung zu Allah und haben zum Schluss gesagt, trotz dieser gesamten Zeit, die wir in der Verbeugung und in der Niederwerfung verweilt haben, haben wir dir nicht genug gedankt. Wo ist dein Dank gegenüber Allah? Wo ist dein Dank? Ich frage dich, wenn jeden Tag ein Mann an deine Tür klopft, und er gibt dir zu essen, weil du kein Essen hast. Und du bist angewiesen auf das Essen. Und er gibt dir zu trinken, weil du kein Trinken hast. Und er gibt dir etwas zum Anziehen, weil du nichts zum Anziehen hast. Damit du deine Sachen auch draußen erledigen kannst. Hättest du nicht ein Schamgefühl, dass du diesem Mann nicht dankst? Ja oder nein? Du hättest ein Schamgefühl. Du würdest sagen, Subhanallah, der macht so viel Gutes für mich. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah gehören die höchsten Beispiele. Was gibt Allah dir Tag für Tag und Nacht für Nacht?
Und dann kommt einer und sagt, nicht direkt mit dem Mund, weil er würde sich niemals trauen, das auszusprechen, diese Ibadah ist mir langweilig geworden. Ich möchte lieber in die Disco. Ich möchte lieber ins Schwimmbad mit meinen Freunden abhängen, abchillen. Er möchte die Dunya mit anderen Worten. Und er hat vergessen, dass jeder Atemzug, den er begeht und jeden Schritt, den er macht und jedes Lächeln, was ihm auf der Lippe kommt, dass dieses von niemand anderem ist, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er möchte diese Gnaden, diese Gaben nehmen von Allah, aber dabei Allah azza wa jalla bekriegen damit. Ist das eine Aqil? Ist das jemand, der Verstand besitzt? Antwort nein. Ihm ist die Ibadah langweilig geworden. Subhanallah. Frage, wenn er vor dem Höllenfeuer steht, wird er so eine Antwort geben, dass ihm die Ibadah zu langweilig gewesen ist? Er wäre bereit, an dem Tag was, ebenfalls alles herzugeben, damit er von der Strafe freigekauft wird. Haqq, das ist die Wahrheit im Geschwister. Andere Leute hören auf zu praktizieren, weil sie, subhanallah, schaut mal diesen Akel von manchen Leuten, weil sie sagen, wir sind sowieso Sünder und weil wir so viel sündigen, wird es eh nichts bringen, dass wir noch gute Taten machen. Wer hat ihnen das eingeflüstert? Shaitan. Diese selbigen Leute, wenn ich euch jetzt frage, vergibt Allah jede Sünde, solange du lebst? Jede Sünde? Jede Sünde außer Schirk? Ist das richtig, die Antwort? Nein. Solange du lebst, vergibt Allah jede Sünde. Aber nach deinem Tod vergibt Allah oder kann Allah alles vergeben außer Schirk. Unterscheidet zwischen Leben und Tod. Möge Allah azawajal uns bewahren in der Dunya und in der Erde. Angenommen, eine Person macht jetzt Schirk. Er betet neben Allah etwas anderes an. Was ist das für eine Sünde? Die schlimmste Sünde. Die schlimmste Sünde. Jetzt die Frage, wenn diese Person dann bei Allah aufrichtig bereut und er unterlässt diesen Schirk, wird Allah ihm vergeben? Oh, wie viele Sahabe haben Schirk gemacht in ihrer Zeit der Jahiliyyah? Und als sie den Islam angenommen haben, waren sie die Besten unter den Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ohne Frage. Unter ihnen gab es richtige Götzenanbeter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat die Liebe zu ihren Götzen umgewandelt und sie besser gemacht, zu der Liebe zu Allah azza wa jalla und die Gehorsamkeit ihm gegenüber. Diese Leute sagen dir, was bringen mir noch meine guten Taten? Wir sagen ihnen, wenn du in der Dunya schon vorher zugegeben hast, dass Allah dir jede Sünde vergibt, woher deine Hoffnungslosigkeit, ja, Achi? Warum hast du plötzlich keine Hoffnung mehr? Abul Bara, ich habe meine Gebete gemacht, ich habe gefastet, ich habe Koran gelesen, ich habe Dhikr gemacht, aber mein Herz war krank. Warum war dein Herz krank? Ich war die ganze Zeit beschäftigt, nur Frauen hinterherzuschauen und Frauen hinterherzulaufen und Zina zu machen und Alkohol zu trinken. Tayyibi, das sind Sünden. Das sind Sünden. Sünden sind natürlich unterschiedlich, aber diese Sünden haben nicht den Grad von Schirk. Das heißt, dein Problem ist nur, du musst dieses Problem beheben. Dieses Problem beheben heißt, dass du sagst, okay, ja Allah, ich bin ein schwacher Diener, helfe mir, ich bin alleine nicht in der Lage, diese Sünde loszuwerden, ohne deine Hilfe werde ich es nicht schaffen. Wird Allah helfen? Wallahi, Allah wird dir helfen. Subhanallah, wenn Allah Azza wa Jalla zu den Verbrechern der Welt sagt, zu den Verbrechern der Welt sagt, die die Gläubigen, Awliya Allahs,
die nahestehenden Diener, die besten Diener, getötet haben. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu al-hariqa. Diese Leute haben die Gläubigen in einen Graben hereingeworfen, der mit Feuer ausgestattet war, und haben so die gläubigen Diener von Allah verbrannt. Allah hat ihnen gesagt, diesen Verbrechern, den Kuffar, ihr, die ihr meine Diener auf diese Art und Weise versucht habt, sie so getötet habt und daraufhin nicht bereut. Das heißt, Allah hat ihnen die Tür aufgemacht zur Reue. Wen ruft Allah jetzt hier? Die Verbrecher zur Reue. Dann wird Allah einem Muslim nicht helfen. Wenn der Verbrecher, der Kafir, der sich abwendet, von Allah gerufen wird, dann nicht der, der ein Muslim ist? Was ist das für ein Argument, Yahi? Dass du sagst, nein, Allah wird mir nicht vergeben. Das ist Hoffnungslosigkeit. Und das ist von Shaitan. Shaitan möchte nicht, dass du ein Diener bist, wie Allah subhanahu wa ta'ala das für dich bestimmt hat. Sondern Shaitan möchte, dass du ihm folgst. Und Shaitan öffnet dir die Türen. Schaut mal, jetzt auch wir, die wir beten und fasten und jeden Tag etwas Gutes tun, möchte Shaitan uns nicht immer zu bestimmten Sünden ziehen? Ja oder nein? Sind wir jetzt geschützt? Sind wir Propheten geworden? Nein! Wir haben jeden Tag unsere Fitna. Jeden Tag, wenn wir ins Internet gehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht diese versauten Filme gucken. Jeden Tag, wenn wir ins Internet gehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht diese Musik hören. Jeden Tag, wenn wir ins Internet gehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht Dummes machen, so dass wir unsere Zeit vertreiben und zum Schluss dafür eine Sünde bekommen. Jedes Mal, wenn wir uns draußen befinden, müssen wir darauf achten, Allah Azza wa Jalla zu fürchten. Das stimmt. Das ist das Leben von einem Mu'min, von einem Gläubigen. Aber genau das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala dazu veranlasst, dass er diesen Diener befestigt. Denn wenn er nicht diese Vorsichtsmaßnahmen trifft, dann wird Allah azza wa jalla ihn in die Irre führen. Aber die Leute haben aufgehört, vorsichtig zu sein. Vorher haben sie immer daran gedacht, Allah subhanahu wa ta'ala, er kann mich für diese oder jene Sünde zur Rechenschaft ziehen. Danach haben sie gesagt, Sünde hin, Sünde her, es ist sowieso aus um mich. Seht ihr, wie Shaitan, die Person, die jetzt vielleicht, so wie ihr zugegeben habt, die gesagt hat in diesem Unterricht, Allah ist bereit, alles zu verzeihen. Was sagt diese Person zu einem Zeitpunkt, wo sie schwach ist im Iman? Was nützen mir noch meine guten Taten? Das ist alles. Deine guten Taten nützen dir immer. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Wahrlich, die guten Taten lassen die schlechten Taten verschwinden. Und es gab dazu ein Hadith zu dieser Ayah, den Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtet hat, von einem Mann, der eine Frau geküsst hat, in einer anderen Überlieferung mit ihr alles gemacht hat, außer die Sinne. So ging dieser Mann reuig zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, gibt es für mich eine Taube? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geschwiegen. Zu dem Zeitpunkt hat er was bekommen? Offenbarung. Dann kam die Ayah herab vom Koran, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Wahrlich, die guten Taten lassen die schlechten Taten verschwinden. Löschen die schlechten Taten. Schaut, dieser Mann hat, weil er in dem Moment schwach war, eine Frau geküsst und mit ihr alles gemacht, außer die Sinne. So kam das Gebet. So kam das Gebet. Dann hat dieser Mann mitgebetet und den Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung gefragt, wie sieht es aus mit der Reue von diesem Mann? So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hast du mit uns gebetet? So sagte der Mann, ja. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat dir bereits vergeben. Hat der Mann gesagt, astaghfirullah wa atubu ilayh, ya Rabb, irfirli? Hat er das gesagt?
Womit wurde ihm vergeben? Mit dem Gebet. Mit dem Gebet. Aber natürlich mit dem Gebet werden welche Sünden nur vergeben? Die kleinen. Wie Abubakar. Der hat alles mit der Frau gemacht, außer die Sünde. Das ist eine kleine Sünde. Erzähl das niemandem weiter. Ja, das ist eine kleine Sünde. Aber, fürchte Allah, dass du nur daran denkst. Und euer Lachen beweist das. Einer hat mich einmal angerufen. Er sagt, Abubakar, ist das eine große oder eine kleine Sünde, wenn ich das oder das mache? Ich sage zu ihm, wem gegenüber machst du die Sünde? Er sagt, Allah, ich habe ihm gesagt, das Thema hat sich erledigt. Frage nicht, ob die Sünde klein oder groß ist, sondern frag dich, wem gegenüber machst du die Sünde? Ma lakum la tarjuna lillahi wa qala. Was ist mit euch, sagt Allah Azza wa Jalla, dass ihr Allah nicht seine Gewaltigkeit beimisst, die ihm gebührt. Subhanahu wa ta'ala. Und ich komme zum letzten Punkt. Das sind nur einige Gründe, warum viele Leute in die Jahiliyyah zurückfallen. Und das ist einer der meisten Gründe. Allah lässt ihre Herzen in die Irre gehen, obwohl sie augenscheinlich in der Religion bleiben. Das heißt, einer wurde rechtgeleitet, er hat die Sunna geliebt, er hat an der Sunna festgehalten, er hat darauf geachtet, dass er keine Sünden macht. Später siehst du ihn, dass er zwar noch betet und fastet im Ramadan, aber außerhalb dessen macht er fast alles an Sünden. Wie? Dieser hat ein Abirren gehabt. Er ist mit seinem Herz in die Irre gegangen. Warum? Weil er gesagt hat, man muss nicht alles so streng sehen. Es gibt doch Meinungsverschiedenheit. Kennt ihr, ja? Das ist die neue Mode. Es gibt Meinungsverschiedenheit. Yachi, warum hörst du Musik? Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Ja, warum heiratest du eine Frau ohne Wali? Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Soll ich euch sagen, was Meinungsverschiedenheiten sind? Für denjenigen, der das verstehen will. Meinungsverschiedenheiten sind, du heiratest eine Frau ohne Wali, gibst ihr auch keine Mahr und du brauchst keine Zeugen. Das heißt mit anderen Worten, du hast dir was genommen? Eine Freundin und du sagst, ich gehe nach der Religion. Das ist Meinungsverschiedenheit. Die Aussagen, die ich gerade genannt habe, sind alle in den Madahib zu finden, in den Rishon, ja. Bitte schön, nimm dir eine Freundin und sag, das ist Meinungsverschiedenheit. Jetzt die Freundin ist auch Meinungsverschiedenheit? Die Sinne? Ja, wie lange wollen wir uns in die Irre führen lassen? Verzeiht mir, es gibt Gelehrte oder gab Gelehrte, die sogar den Analverkehr als erlaubt gesehen haben, weil sie nicht die Hadithe kannte. Und er ist klar verboten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der zu einer menstruierenden Frau kommt, das bedeutet Beischlaf, mit ihr hat, und der Analverkehr mit einer Frau hat, so hat er nicht an das geglaubt, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Leicht? Schwer? Wie, Gelehrte kannten nicht den Hadith? Gelehrte kannten nicht den Hadith. Deswegen haben sie das nicht als verboten gesehen. Auch Meinungsverschiedenheit. Meinungsverschiedenheit. Musik. Ja, Ijma' der Gelehrte. Dann kommt einer so frech und sagt, es gibt doch Meinungsverschiedenheiten. Heißt das jetzt, weil ein Gelehrter etwas gesagt hat, dass das automatisch als eine Meinungsverschiedenheit zählt? Ja oder nein? Nein. Wann ist eine Sache eine Meinungsverschiedenheit? Wenn die Leute was dafür haben? Klar begründete Beweise. Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt, wenn ein Nass da ist, wenn der Beweistext da ist, dann entfällt der Ijtihad. Dann gibt es kein Ijtihad mehr. Ja, wozu der Nass? Diese Meinungsverschiedenheiten, diese Sachen, die in der Rechtsschulen begründet sind, die kannst du nehmen, wenn es keinen Beweis gibt. Aber wenn es einen Beweis gibt, dann nimmst du, was Allah und sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben. Wie jetzt Abubakar, ist das nicht eine Meinungsverschiedenheit, dass Musik vielleicht doch nicht verboten ist? Ja, ich höre, Beweis, Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, in meiner Umma wird es Leute geben,
In meiner Umma wird es Leute geben, ich wiederhole, in meiner Umma, das heißt von den Muslimen, wird es Leute geben, die werden die Seide, die Sinner, den Alkohol und die Musikinstrumente, Al-Ma'azi, für erlaubt erklären. Dann sagst du ihm, wie war das nochmal mit der Musik? Er sagt, aber mein Sheikh hat mir das erlaubt. Er ist genau der, der im Hadith gemeint ist. Dein Sheikh. Bitteschön. Geh mit deinem Sheikh in die Irre. Oder vielleicht hört ihr ein Lied zusammen. Dein Sheikh tanzt vor und du tanzt nach. Bitteschön. Ja, für diese Leute braucht man keine Beweise. Wallahi al-Azim, du fragst dir nur eine Frage. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam neben dir wäre, würdest du dieses Musikvideo schauen? Würde er das machen? Er würde es nicht machen. Warum? Ist doch halal. Alles halal. Halal dance. Ja, dann bitteschön. Dann sag, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam neben dir sitzt, möchtest du das schauen? Wollen wir uns in die Irre führen? Wollen wir uns wirklich mit diesen Themen beschäftigen, liebe Geschwister? Diese Meinungsverschiedenheiten, da fragst du Gelehrte erstmal, was damit gemeint ist. Und diese Meinungsverschiedenheit, nicht jede Meinungsverschiedenheit wird akzeptiert von einem Sunnah und Jama'ah. Einer kommt hier, sagst du, warum hast du keinen Bart? Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Uff, Allahu Akbar. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Wie Meinungsverschiedenheiten? Ja, manche haben mir gesagt, wenn der Bart nur 3 Tage lang ist, er hat auch gezählt, von Montag bis Sonntag, dann ist das ein Bart. Tay, wer hat dir das gesagt? Chef XY. Chef XY gibt es viele. Frage, wer hat dir das gesagt? Allah oder sein Gesandter? Ja, weder Allah noch sein Gesandter. Dann? Der Bart vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wird beschrieben bis zur Brust, Nummer 1. Nummer 2, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in keiner Überlieferung erlaubt, dass man sich den Bart rasieren darf. Rasieren ist sowieso bei allen 4 Rechtsschulen verboten, liebe Geschwister. Große Sünde. Und manche sagen, wenn man den Bart kürzt, dann ist das eine kleine Sünde. Aber es ist eine Sünde. Warum? Sag, möge Allah mich recht leiten, dass ich die Kraft bekomme, mir ein Bart wachsen zu lassen. Ist das nicht gesünder für dein Herz, als dass du sagst, ich mache meine eigene Logik? Sag mir, was ist besser? Dass man zugibt, dass man einen Fehler, ich habe Sünden, ihr habt Sünden. Was sagen wir immer zu Allah? Ja, Allah, vergib uns, weil wir Sünder sind. Aber dass wir sagen, wir kommen schon damit klar. Es gibt Meinungsverschiedenheit, ob man Sünden machen darf. Was ist das für eine Art? Was ist das für ein Weg? Warum sind sie abgekommen von diesem Weg? Genau deswegen. Und höre diese Eier. Und versuche sie mit mir zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Ich erkläre das gleich. Und daher mit seinem Wissen in die Irre gegangen ist. Was hat er vorher gewusst? Er muss an was festhalten? An der Sunna. An der Religion. An der Rechtleitung. Aber als sein Herz in die Irre gegangen ist, Meinungsverschiedenheit. Alles Meinungsverschiedenheit. Was hat Allah mit ihm gemacht? Allah hat ihn mit seinem Wissen in die Irre geführt. Was heißt, siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Bei ihm entscheidet jetzt sein Gelüst für alle Angelegenheiten der Religion. Nicht mehr Koran und Sunna. Der macht sich so ein kleines schlaues Büchlein, schreibt sich die Fehler der Gelehrten raus und zum Schluss hat er eine Religion, die bei Allah nicht in Koran und Sunna steht, sondern er hat eine neue, er hat einen neuen Irrweg etabliert und denkt, dass er immer noch religiös ist. Wie? Koran und Sunna stehen Gebote. Aber er nimmt ein Heft und sagt neue Gebote. Heiraten ohne Wali. Zweitens,
Man braucht keinen richtigen Bart. Drittens. Ich darf Musik hören. Und er bringt dir die Aussage. Er bringt dir die Aussage. Viertens. Wein zu trinken. Manche Gelehrte haben das anders verstanden. Dann sitzt er glucker, glucker, gluck. Mit Alkohol. Eine Freundin im Arm. Und dieser denkt, dass er der Religion folgt. Und ich wiederhole die wunderschöne Aussage von Imam Ahmad rahmatullah alayh, eine der schönsten Aussagen. Er sagte, wer den Gelehrten folgt aus Kufa, Kufa ist im Irak, gab es einige Gelehrte, sie dachten, der Wein wäre erlaubt. Wein gehört zu welcher Gruppe? Zu Khamr, zu Alkohol. Er sagt, wer den Leuten aus Kufa folgt, dass der Wein erlaubt ist. Und wer den Leuten in Medina folgt, dass As-Sima' erlaubt ist. Sima' ist was? Musik. Und wer den Leuten in Mekka folgt, dass die Mut'a erlaubt ist. Mut'a ist Sinn, was die Schia haben. Möge Allah uns davor bewahren. So ist dieser ein Fasik. Eine Frage. Wenn du einen auf der Straße sehen würdest, der trinkt Alkohol, hat eine Freundin in der Hand und hört Musik, was würdest du über ihn sagen? Fasik. Würdest du zu ihm hingehen und sagen, mach mal bitte Dua für mich, ich komme nur zu den Rechtschaffenen? Was meinte Imam Ahmad? Dieser ist ein Fasik und er kann tausendmal behaupten, dass er was folgt? Der Religion. Mit unseren Gelehrten kann man nicht spielen. Unsere Gelehrte wissen, dass manche Leute Fehler gemacht haben. Es gibt große Gelehrte, die haben große Fehler gemacht. Nicht nur große Gelehrte, die haben große Fehler gemacht. Aber wir entschuldigen sie, warum? Sie haben immer die Absicht gehabt, bi'idhnillah, dass sie nach dem Besten getrachtet haben. Aber manchmal haben sie daneben gelegen. Es gibt einen der großen Gelehrten, der sagt, die Hadith über Al-Mahdi stimmen nicht, Al-Mahdi gibt es nicht. Kommt Al-Mahdi? Kommt Al-Mahdi? Aber nicht der Mahdi, der in der Berghöhle von den Schia ist. Ja? Der ist schon seit 1200 Jahren da. Weil der muss gute Tabletten haben, ja, dass er so lange lebt. Die Sunniten haben sie herausgefordert. Die haben gesagt, lass uns einmal nur deinen euren Mahdi sehen und wir werden Schia. Haben sie das gemacht? Nein. Oder 1200 Jahre. Besser als die Yeti-Geschichte. Ja? So ist das. Ein großer Gelehrter hat gesagt, Al-Mahdi, ja, wie kam er darauf? Ja, du hast heutzutage alles vor dir liegen. Du hast Bukhari vor dir liegen, Muslim vor dir liegen, die ganzen Sunan-Bücher. Allah hat es dir leicht gemacht. Die Klassifizierung von den Hadithen. Du weißt, welche Hadithe richtig sind und welche falsch sind. Du hast alles vor dir liegen. Aber damals, was dachtest du damals? Da musste jemand Kilometer weit reisen, damit er jemanden über einen Hadith befragt. Da hattest du nicht diese kompletten Bücher. So haben die Generationen angefangen. Bis wir jetzt zum Schluss alles parat haben. Jetzt haben wir alles und jetzt können wir alles recherchieren. Aber damals haben die Leute gedacht, das wäre so. Wisst ihr, dass es damals in der Zeit der früheren Gelehrte gab, als ihnen zwei Ayat vom Koran verlesen wurden, haben sie gesagt, das gehört nicht zum Koran, obwohl das Ayat vom Koran war? Das heißt nicht, dass wenn einer ein Gelehrter ist, dass er perfekt ist und alles weiß. Die Sahaba, die größer waren als die Gelehrten allesamt in dieser Zeit, haben manche Sachen nicht gewusst. Omar radiallahu anh hat manchmal eine falsche Fatwa gegeben. Abu Bakr al-Siddiq hat manchmal eine falsche Fatwa gegeben. Wollen wir Abu Bakr und Omar mit den Gelehrten heute vergleichen? Ich habe ein Büchlein, das heißt Der Weg des Verstehens der Religion. Da habe ich diese Sachen aufgetragen, damit die Leute sehen, auch diese großen Leute machen Fehler. Abu Bakr al-Siddiq, als er sein Khaliftum angenommen hat, dann hat er sein Khalifat yani, angenommen, hat er gesagt, was auch immer ich euch vom Koran und Sunna sage, darin folgt mir. Und was auch immer gegen Koran und Sunna ist, so dürft ihr mir darin nicht folgen. Subhanallah. Er selber hat ihm gesagt, mache ich alles richtig oder kann ich falsch liegen? Aber manche Leute sagen dir, nein, der Gelehrte ist fehlerfrei. Abu Hanifa ist fehlerfrei. Wer ist Abu Hanifa rahimullah ta'ala im Vergleich zu Abu Bakr al-Siddiq? Wer ist Imam Ahmad rahmatullah alayh im Vergleich zu Umar ibn al-Khattab? Wenn diese großen Leute Fehler gemacht haben, dann die unter ihnen sind nicht. Meinungsverschiedenheit. Dann läuft er. Der hat wieder eine Freundin.
Und so wird Allah sein Herz in die Irre führen. Er betet, vielleicht betet er. Er fastet, vielleicht fastet er noch. Aber hört diese Geschichte und damit schließe ich an. Oder ich erzähle euch zwei, drei kleine Geschichten. Wir haben Schwestern, die sind im Niqab und wohnen mit einem fremden Mann zu Hause, machen Sinna mit ihm, aber tragen Niqab. Das sind auch meistens die Schwestern, die über die andere sagen, guck mal, die trägt keinen Niqab. Die trägt keinen Niqab, aber die macht auch keine Sinna. Wie du. Als ob Niqab die gesamte Religion wäre. Ein anderer ist mit einer Schwester verheiratet, der kifft morgens bis abends. Und wenn er darauf angesprochen wird, warum er kifft, sagt er, die Bidda ist schlimmer als die Sünde. So mit den Worten, ja? Mit den Worten. Das ist einer von diesen Abgeirrten, die sich Madachi nennen. Schaut mal, Subhan, der hat so viel gekifft, dass sein Kopf schon benebelt ist und er merkt nicht mehr, von welcher Seite es drückt. Der sagt dir, die Bitter ist schlimmer als diese. Sag, lass mal die Bitter. Du bist gefragt. Was ist das Urteil vom Kiffen? Ja, die Leute, die Bidda machen, müssen bekämpft werden. Ich meine, sollen wir mit so jemandem reden? Das, was ich euch erzähle, sind Tatsachen. Sind Tatsachen. Ein anderer, Takfiri-Abteilung, macht auf jeden und alles Takfir. Diese Person ist der Schlimmste unter den Sündern. Selbst dreimal am Tag spricht er die Shahada neu aus, weil er auch selber über sich Takfir macht. Aber die ganze Welt sind Verräter, außer er ist der einzige Muslim, Afwan, außer diese dreimal am Tag, wenn er nochmal neu duscht und nochmal den Islam annimmt. Sonst ist er der beste Muslim. Deswegen merkt euch einen Satz und damit schließe ich auch ab. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns belohnen. Shaitan kommt mit der Religion, um dich von der Religion wegzubringen. Was flüstert er dir ein? Meinungsverschiedenheit. Und wozu bringt er dich mit diesem Thema zum Schluss zu? Hä? Wo bringt er dich? Dass du die Religion verlässt. Denn jemand, der so lange einen Weg geht, dass er eine Freundin hat, dass er eigentlich alles macht, außer die Religion richtig zu praktizieren, zähle die Tage, der wird die Religion verlassen. Aber die Salafisten sind die Strengen. Die Salafisten sind die Strengen. Die Salafisten, die sogenannten Salafisten, Salafia, sind die einzigen, die Leute zur Wahrheit rufen. Sie wollen kein Geld dafür. Sie wollen kein Ansehen dafür. Sie wollen nur, dass die Leute auf dem richtigen Weg kommen. Könnt ihr das bestätigen, ja oder nein? Das sind Leute, die geben etwas darauf, euch die Religion beizubringen. Warum? Weil sie wissen, wenn jemand die Religion nicht kennt, dann wird er in die Irre gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen befestigen. Möge Allah uns nicht von dieser Rechtleitung abweichen lassen. Subhanallah wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا